Attention Pioneer. The following instructional video is a summary of your impending duties as an exoplanetary pioneer for Fixit Incorporated. Fixit pioneers have three cyclical assigned pillars of work to ultimately accomplish project assembly. Use provided blueprints to build the necessary buildings. Chart the planet and gather resources to provide desired results and improve your infrastructure. Make sure to report any unusual discoveries to R&D for analysis. Expand your factories, outposts, and pipelines through automation and augmentation. That's it. Get to work and be effective. Warning, planetfall imminent. Please remain seated during full procedure. Atmospheric entry in 5, 4, 3, 2, 1. Planetfall procedure initialized. Multi-purpose exploration suit is at 100%. Remember, efficiency first. Godspeed. Ah, da gehen wir die ersten Schritte und da kommt schon eine Nachricht. Welcome to Planet Massage 2 ABB, your designated sector in the binary star system of Akija. I am Ada, also known as Artificial Directory and Assistant, tasked to support pioneers, such as you, in their mission. You are the third of your sector to survive planetfall. Congratulations. Note, objective-based introduction initialized. Welcome to onboarding. Und da kommt die nächste Nachricht. First objective. Please dismantle the drop pod. The resulting materials will be repurposed to construct a habitat and utility base, from now on referred to as the hub. Note: Fixit Incorporated is cost effective and efficient. We do not waste. Ja, gut. Und jetzt haben wir, glaube ich, einen Moment Ruhe und deshalb hallo und seid mir herzlich willkommen zu Satisfactory. Im Early Access tatsächlich selten, dass ich ja etwas im Early Access spiele, aber seitdem dieses Spiel angekündigt wurde, damals auf der E3 und ich den Trailer sah, habe ich mir vorgenommen, dieses Spiel zu spielen. Und ich bin ein Riesenfan von Factorio. Ja, da musste ich natürlich auch bei Satisfactory irgendwie dem Entwickler zeigen, hey, ich unterstütze euch und ich finde es cool, was ihr macht. Und naja, deswegen sind wir jetzt hier. Und das ist jetzt seit, glaube ich, 2 Monaten ungefähr im Early Access. Es ist jetzt Mai 2019. Ich glaube, es startete irgendwie im März. Und ich habe bei dem lieben Herrn Gronk, der das zusammen mit dem Funk Royal spielt, schon ordentlich zugeguckt. Sehr amüsant mit den beiden und habe jetzt aber dann auch gedacht, ach komm, ich nehme es einfach mal mit auf und wechsle mich dann so ein bisschen ab mit Anno, was ja auch gerade läuft. So wie damals mit Planet Coaster und Subnautica. Genau, und jetzt wieder ein Spiel mit S, Satisfactory. Und ach, meine Güte, sieht das schön aus, also ich könnte jetzt einfach stehen bleiben und ich bin mir ziemlich sicher, Gronk und Funk, die haben hier auch ihre Basis. Also hier ist dieser Stein, der irgendwie mit
giftigen Pflanzen umgeben ist. Und dahinter ist dieses große Ding. Und da müsste hier... Man sieht's doch schon. Wir machen hier gleich weiter, aber ich will nicht, dass jetzt der Computer die ganze Zeit redet. Ich laufe mal gerade darüber. Wer weiß, was mir jetzt gleich alles begegnet. Und dann legen wir aber auch los. Aber hier müsste jetzt gleich eigentlich so ein riesen Eisenvorkommen sein. Und, ja, da sieht man schon, die Wasserfälle. Da. Ja, finde ich doch mal gar nicht so schlecht, ne? Und hier ist eine grüne Schlange, Schnecke, die nehmen wir mal mit. Da kommt jetzt eine Nachricht. This semi-slug seems to emit weak potential energy from its crystalline shell. Further analysis of crystals required to determine application. Das werden wir tun. Wer das Spiel noch nicht kennt. Es ist letzten Endes, man hat es im Intro ja schon mitbekommen. Habe ich überhaupt was, um mich zu verteidigen? Nö, noch nicht. Aber ich kann schön springen. Also es ist im Prinzip wie Factorio, was nichts anderes ist als ein Fabrikbausimulator, wenn man so möchte. Hier allerdings von den Machern von dem Goat Simulator. Und wer Goat Simulator kennt, der, man erkennt es schon am Namen, der weiß, das wird alles nicht allzu ernst genommen. Und das erinnert mich hier von der, vom Aufbau und von der Atmosphäre her, von diesem Fix-It, sehr an die gute alte Gladys von Portal. Also irgendwie schon ein ziemlich skrupelloses Unternehmen, was ja einen wunderschönen Planeten einfach nur ausbeuten möchte. In irgendeinem Sonnensystem. Und wenn man schon hört, ja, hey, du bist der Dritte, der es überlebt hat, auf dem Planeten zu landen, dann, naja, ne, weiß man, was passiert. Okay, wir legen aber einfach mal los. Also wer es nicht kennt, es wird sich dann alles erklären. Letzten Endes geht es wirklich nur darum, eine Fabrik zu bauen und die möglichst effektiv aufzustellen und auch effektiv eben Ressourcen zu nutzen, neu zu forschen und so weiter und so fort. Ein wirkliches Ziel in diesem Spiel gibt es noch nicht. Bei Factorio geht es ja darum, eigentlich von dem Planeten zu entfliehen. Naja, was hier ist, keine Ahnung. Potenzial ist riesig, finde ich. Aber hey, wir bauen jetzt mal unsere Kapsel hier ab und dann hören wir mal, was wir als nächstes machen sollen. Second objective. Please ensure you have your Fix-It incorporated Xenozapper equipped before leaving the drop zone. Note: According to Fix-It regulations, every pioneer should have access to a means of defense against extraterrestrial threats. Okay, also den Xenozapper, das ist das Ding hier. Third objective. Please familiarize yourself with the resource scanner to find iron. Note: The acquisition of iron is considered essential in preparation for all future objectives. So, das war's mit dir. Studying the remains of this creature might shed light on how to defend yourself in the future. I recommend analysis. Okay, also wir sollen jetzt als erstes mal Eisen finden. Initial scans reveal coloring properties in the flower petals. Further analysis required. Ah, okay, aus den Blumen kann man Farbstoff herstellen wahrscheinlich. Also wir sollen jetzt als erstes mal Eisen finden. Mit dem Scanner, das machen wir mit C. Zack. Und wir wissen ja schon, wo wir hin müssen. Da sieht man es nämlich. Also es gibt, ja, ne, viel Eisen, aber da wir jetzt sowieso schon hier in der Nähe sind, machen wir das auch einfach mal hier. Genau. Und damit können wir dann unser Hub bauen, was dann eben unsere zentrale Basis quasi wird, von der aus wir uns weiterentwickeln, neue Sachen erforschen und so weiter und so fort. Die Frage ist nur, wo bauen wir das? Wir werden es wahrscheinlich eh verschieben. Später. Der Fallschaden in dem Spiel ist übrigens auch nicht so riesig. Man sieht ja auch, ich kann ziemlich springen. Also Schwerkraft, ja, hält sich in Grenzen. Ist wahrscheinlich auch nur irgendwie ein Mond. Ach ja, und die Spielwelt ist übrigens nicht prozedural generiert, sondern die ist vorgebaut. Hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil, es ist schöner dadurch und die Entwickler können genauer bestimmen, wie es aussehen soll. Der Nachteil, der Wiederspielwert nimmt ein bisschen ab, aber die Welt ist schon ziemlich groß und von daher, ich bin mir da nicht ganz sicher. Das war so einer meiner größten
Kritikpunkt in Anführungsstrichen, was ich schade fand, war. Caution. Ensure the hub is built on spacious open terrain close to the presence of iron sources. Failure to do so will likely result in non-optimal progress. Ja, sehr nett der Computer auf jeden Fall. Also wir sollen unser Hub nicht zu weit von Eisen entfernt bauen, weil dann sind wir nicht effektiv genug. Das ist halt, es geht wirklich nur um Effizienz. Oh, guck mal, der Vogel. Na, dass der überhaupt fliegen kann, der Fettsack. Ja, fällt wohl schwer. Mit so einem Rattenschwanz. Nee. Okay, kann man die eigentlich auch analysieren irgendwie? Mal schauen. Die Frage ist, hier ist ja so ein Tal irgendwie, ne? So eine kleine Fläche. Natürlich wäre das Hub irgendwie schöner hier oben. Und da haben wir auch schon zwei Quellen. Und das ist für den Anfang, glaube ich, erstmal genug. Also man hat zumindest vom Weiten schon gesehen, dass hier irgendwie zwei Sachen sind. Das ist auf jeden Fall Eisen. Ich bin jetzt mal fies. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Der läuft so schön. Ich will nicht sagen, aber es kann nach hinten losgehen, Kumpel, wenn du die ganze Zeit so läufst. Ich war's nicht. Ich schwör's. Er hat Selbstmord begangen. Also, ne? Bitte keine Kritik jetzt in diesem Augenblick. Ja, okay, also hier haben wir zwei Eisenquellen. Können wir schon Rhythmus rausmachen. Ich baue die mal gerade ab, weil man bekommt da immer so ein bisschen mehr. Jetzt, wenn man die per Hand abbaut. Mein Gott, das war jetzt aber viel. Ich mache das einfach mal gerade, dann habe ich schon ein bisschen Eisen auf Tesch. Und wir können direkt irgendwie was erforschen. Was geht denn nur mit Eisen los? Ist natürlich dann wieder die Frage, wo ist der Rest? Kupfer und Limestone und so ein Zeug. Limestone werden wir eine Menge brauchen. Ich würde jetzt, wie gesagt, das Hub mal einfach irgendwo hier hinbauen. Oh Gott, das ist schon wieder so groß direkt. Warte mal, kann man echt auf eine Eisenquelle bauen? Yo. Ich fände es irgendwie cool, das hier so schweben zu lassen. Moment. Nee, damit kann ich nur rotieren. Ich dachte, man könnte das hier halt so ein bisschen über die Kante drüber oder so. Kann ich wahrscheinlich dann, wenn ich irgendwelche Plattformen habe. Ich will trotzdem schön ausgucken. Das kann ja jeder zum Glück machen, wie er möchte. Der ist aber aggressiv. Congratulations. You have unlocked Hub Feature Manual Craft Bench. Hub Feature Hub Terminal. Fifth Objective. Hub Upgrade, Storage and Power. Note, the Craft Bench and Hub Terminal are essential for progression to the next objective. Habe ich das jetzt falsch rum eventuell gebaut? Ich habe es falsch rum gebaut. Warte mal gerade. Das ist das Schöne. Zack, mal eben abbauen. Hoppala. Und dann bauen wir es einfach wieder hin. Es ist nur so nah dran. Ist es denn so rum jetzt richtig? Guck, da habe ich schon wenig drauf geachtet jetzt gerade. Ja, so rum ist doch besser. Schön an der Kante. Ach, das finde ich gar nicht so schlecht. Okay, also, was sollen wir denn jetzt als erstes machen? Wir haben hier verschiedene Tierstufen, also... Ist das jedes Mal eine? Dann hätten wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Und die Tiers sind wieder unterteilt in 5 Stufen. Also einiges, was man machen kann. Und wir brauchen halt immer diese Upgrades, um neue Dinge freizuschalten. Zum Beispiel ein Scanner-Update, das uns auch Kupfer dann zeigt. Das ist natürlich wichtig. Und dann verschiedene Rezepte. Und dann hier sowas, ne? Portable Miner, also dass wir eben solche Quellen leichter abbauen können. Smelter und so weiter und so fort. Also, das brauchen wir. Den suchen wir uns mal gerade jetzt aus und dafür brauchen wir. Hier haben wir eine Workbench quasi. Da können wir schon mal Sachen herstellen. Dafür brauchen wir jetzt Eisenstangen. Und Eisenstangen machen wir natürlich aus Eisenbarren. Das dürfte äußerst unrein sein, aber das macht ja nichts. Ich stelle mal gerade direkt so ein bisschen was her. Es geht, wie gesagt, darum, das alles zu automatisieren, was wir möglichst schnell tun werden. Und irgendwie schön bauen und sowas, das kommt dann hinterher. Erstmal braucht man halt einfach die Ressourcen. Aber auch hier werde ich mir wie immer Zeit lassen. Das gehört einfach dazu. Zack! Ach, herrlich. Eine Kiste. Congratulations. You have unlocked Hub Feature Biomass Generator. Hub Feature Personal Storage. Scanner Feature Copper. New equipment, buildings and blueprints, which can be found in the workshop when built, build menu and craft bench respectively. Okay, das... 6th Objective, Hub Upgrade, Construction. Note, connect buildings to a generator for power. Note, buildings such as the smelter require a blueprint to be set. Advice, automate the smelting process and use portable miners for optimal results. Ist okay, danke, das ist eine Menge jetzt. Ich will nur mal gerade gucken, was kriegen wir denn mit dem Upgrade 2? Inventory Slots, Constructor, Power Pole, okay. Concrete, das brauchen wir halt auf jeden Fall ganz schnell. Da brauchen wir auf jeden Fall 50 Kabel. Dafür brauchen wir Kupfer. Dann gucken wir doch mal gerade, was können wir denn herstellen? Das ist alles neu. Powerline. Okay, dafür brauchen wir einfach nur Kabel. Und wo mache ich einen Portable Miner? Den hatten wir doch auch gerade irgendwie. Nee, stopp. Die Crafting Bench brauche ich nicht. Equipment Workshop, den brauche ich. Also ich brauche 30 Rohre. Brauche ich 6. Ich brauche 6, ne? Gucken wir einfach gerade. Equipment Workshop, da ist er. Kann ich leider nicht hier irgendwie mit drauf bauen. Kante fort. Missing Iron Plates. Hä? Ach, ich habe nur Ingots gemacht. Eieiei, die brauchen 2. Okay. Schubidubdubdubdub. Da mal einmal ein bisschen durch. Solange wir keinen Miner haben, bringt uns das sowieso alles nichts, deswegen müssen wir mal gerade gucken, machen wir mal hier irgendwo. Das ist egal, ne? Zack, da kommen die Ressourcen immer so angeflogen, voll geil. Okay, ist alles eins. Also Portable Miner, was brauchen die denn? Die brauchen auch schon Wire. Also auch Kupfer. Gucken wir gerade. Hier ist noch unsere Kiste. Ja, wunderbar. Irgendwas erforschen können wir auch noch nicht. Dann würde ich sagen, wir gucken einmal, wo es Kupfer gibt. Gar nicht so weit weg. 162 Meter. Das geht doch eigentlich. Und die Richtung noch mehr. Da auch noch mehr. Ich scanne noch mal einen Moment.
Da sind zwei Minen. Okay, da zeigt er das gar nicht mehr an. Aber da unten sind zwei Kupferminen. Das ist nicht verkehrt. Da unten läuft doch wieder was rum. Direkt mal angreifen, das Mistviech. Ach, Moment. Ist hier noch irgendwo einer? Ich glaube nicht. Ist das Limestone da hinten? Oder auch Kupfer? Eisen? Weiß ich jetzt nicht. Das bauen wir jetzt erstmal alles ab. Ich denke mal für... Also... Ein Barren besteht aus einem Erz und das Kabel wird dann wahrscheinlich auch aus zweien bestehen, ne? Aber jetzt haben wir schon einiges. Ich gucke das sofort mal nach, damit wir das alles irgendwie beisammen haben. Kann ich das dann irgendwo sehen? Tutorials Inbox. Hier sehe ich das jetzt, glaube ich, nicht, ne? V ist Licht, okay. Das ist ja nur hier der Scanner. Ich gehe mal einfach auf 100 und dann... Oh, der Scanner kann aber weiter jetzt auf einmal, ne? Da oben 625 steht da. So, gucken wir mal. Einmal gucke ich noch, was da in der Ecke so schön rumleuchtet. Was ist das denn? Vielleicht für die Analyse SAM. Ist das vielleicht... Weil das, es muss ja einen Grund geben, weshalb diese Firma uns hier hingeschickt hat. Und, einfach nur Eisen abbauen und Kupfer ist ja nicht so wirklich zielführend, ne? Boah, die sind auch krass da. Ich kenne das jetzt leider schon aus dem Let's Play von Gronkh und dem Funk, aber ja, trotzdem sehr schön. Genau, und deswegen gibt es hier vielleicht halt irgendwelche Mineralien, so wie bei Avatar zum Beispiel, weshalb man so viel Geld investiert, um Leute hier hinzuschicken, die dann eine Fabrik aufbauen. Aber ich weiß es nicht. Das wird wahrscheinlich auch noch kommen. Ich meine, wir sind hier im Early Access, also es ist noch früh in der Entwicklung, aber die bringen regelmäßig Updates raus. Es gibt schon das erste Experimentelle, wo neue Ausbaustufen sind und neue Ketten an Fabriken so mit Quarz, nee, nicht mit, oder? War das Quarz? Oder Quecksilber? Weiß ich gar nicht. Irgendwie zwei neue Sachen. Das ist aber noch nicht jetzt in der regulären Early Access Version drin. Und ich spiele auch jetzt nichts Experimentelles, sondern erstmal einfach das ganz reguläre. Ups, da bin ich mit meinem Getränk, welches ich heimlich getrunken habe, an das Mikrofon gestoßen. So, und wir bekommen drei Kabel aus einem Kupfer. Das ist natürlich mega geil. Nee, Wire bekommen wir daraus. Und Kabel, was brauchen die? Die brauchen... Okay, wir haben Kupferdraht und daraus wird ein Kabel, oder? So muss man das eher sehen. Okay. Ich fahre jetzt das einfach mal gerade, ne? Dann haben wir ein bisschen was auf Tisch. Dann müsste ich eigentlich doch jetzt schon direkt das Upgrade fahren können hier. Der braucht doch nicht so viel. Pass mal auf, ich ziehe das einfach mal schon mal rein. So. Das und dann brauchen wir nur noch 10 Eisenplatten. Weil warum sollte ich erst jetzt irgendwie mit diesen Portable-Minern was machen, wenn ich auch schon bessere Updates innerhalb von kurzer Zeit kriege? Ne? Also, ja, mal gucken.
Das schaltet uns jetzt eh schon wieder einiges frei. Zum Beispiel eine richtige Hütte. Oh, wie schön. Congratulations. You have unlocked Scanner Stone. New buildings and blueprints, which can be found in the build menu and craft bench respectively. Okay. Seventh objective. Hub upgrade, conveyor belts. Ja, no, das ist wichtig. Use power poles to expand the power network for optimal results. Note. Constructors are capable of constructing copious parts, of which only one type at a time. Okay. Ja, Constructor, die brauchen wir natürlich, um dann daraus wieder schöne Sachen zu machen. So viel ist es jetzt noch gar nicht, was wir können. Ich will mal einmal gerade gucken, ab wann wir halt die richtigen Miner bauen können. Ab der vierten Stufe. Da brauchen wir schon ein bisschen mehr für, ne? Jetzt brauchen wir auf jeden Fall für das dritte schon irgendwie Stein. Vielleicht ist es dann doch nicht so verkehrt, mal so ein Portable Miner zu bauen. Da gucke ich nochmal einmal, was der kostet. Der benötigt 4 Kabel. 2 Stück könnte ich schon mal bauen. Ich sollte aber direkt auf 4 oder 5. Ja, 4 sollte ich auf jeden Fall erstmal machen. Dass ich auch Kupfer dann schon mal ein bisschen was habe. So, und dann machen wir jetzt mal Eisenplatten. Das geht Gott sei Dank sehr schnell. Und Kabel. Wie viel brauchte man davon jetzt? Weiß ich gar nicht. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ich glaube, so wichtig sind die Portable Miner nicht. Oh, guck mal hier. 6 Stück. Dann machen wir 6. Das geht doch super auf. Stopp, was fehlt ihm? Platz. Ja, Platz ist auch immer so eine Sache. Was scannen können wir jetzt noch nicht, ne? Nee. Gut, dann packe ich hier erstmal das rein, dass die Schlange, die Schnecke, Holz und Blätter, die kann ich schon verarbeiten. Die packe ich da rein. Die packe ich auch da rein. Gucken wir noch mal gerade. Irgendwo müsste ich hier Biomasse. Die machen wir einfach mal. Okay, Holz kann ich nicht. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Eins nach dem anderen, aber. Oh, ich kann direkt Holz verbrennen. Das ist natürlich super. Okay, ja, da ist irgendwas schon Strom, den wir nicht brauchen, ist aber nicht so schlimm. Gehen wir hier wieder rüber. Und haben jetzt. Oh, ja, ganz in Ruhe. Genug Platz, so. Ich wollte jetzt vorhin noch was sagen, wegen Zeit. Folgenlänge. So, das. Das wollte ich sagen. Oh hey, das ist auch wie bei Portal, der Friendship Cube. Okay, die Animationen sind sehr geil. Zack, und er holt uns da richtig fett das Eisen raus. Das ist super und der braucht keinen Sprit. Das ist auch super. So, den zweiten gucken wir uns schon nicht mehr an. Der ist schon langweilig. Das hatten wir noch drin. Das Kupfer holen wir uns jetzt auch hier. Die zwei Dinger, die sind auf jeden Fall nah dran. Ich guck mal, ob ich Schaden nehme. Nö, ach, da schau her. Also Fallschaden ist, wie gesagt, nicht so krass hier in dem Spiel. Was aber auch gut ist. So, die können jetzt dann schon mal Kupfer sammeln und jetzt brauchen wir Limestone. Davon brauchen wir unendlich viel. 200 Meter ist das nächste. Puh.
Obwohl, warte mal, unsere Basis ist ja in die Richtung. Ich will einmal gucken, wie weit weg es ist von der Basis. Welche Richtung näher ist. Es kann nämlich sein, dass der hier in die Richtung näher ist dann. Ja, ist er. Wie viele sind da? Zeigt er mir das schon an? 2. Das ist gut. Die nehme ich dann nämlich mit. Die beiden. Ist cool mit dem Scan hier. Bumm. Zack. So. Nur aufpassen, dass ich nicht hier irgendwo von der Klippe falle. Wo war der andere? Da. Ganz schön weit auseinander hier, die beiden. Ach ja, die Schnecke, genau. Die Schnecke, die wir aufgenommen haben, die ist, die kann man dann irgendwie verwenden, um Gebäude noch zu übersteuern, wenn man so möchte. Hier haben wir ein paar Beeren. This consumable possesses minor healing properties. Further analysis required to establish object scanner identification. Ja, das ist doch super. Und diese Schnecken sind halt dafür da. Also ich kann dann Dinge übersteuern, dann können die noch mehr, haben einfach mehr Output. Und natürlich soll es so effektiv wie möglich sein. Und letzten Endes ist der einzige limitierende Faktor die Mine. Weil alles, was nachkommt, lässt sich ja unendlich ausweiten. Hier ist ja so viel Platz. Ich könnte also alles vollstellen mit irgendwelchen Förderbändern und Fabrikeinheiten, die mir jetzt Eisen einschmelzen. Wenn ich aber nur so und so viel Eisen bekomme, ne, dann bringt mir das nicht so viel. Okay, jetzt gucken wir doch mal einmal gerade, dass wir einen Smelter uns bauen. Und die Frage ist, machen wir das einmal, ich baue es eh wieder ab. Was machen wir einmal hier? Und dann bauen wir hier. Ah, okay, es gibt so Guidelines. Das ist nicht schlecht. Aber so richtig dran ist er nicht. Also egal. Wir bauen hier mal einfach zwei gerade hin. Und verbinden mal jetzt hier unseren Strom. Kann ich da zwei dran machen? Nee. Hm. Schade. Aber den lassen wir jetzt mal Iron Ingots machen. Und da packe ich jetzt Eisen rein. Okay. Wie läuft denn das dann mit Beton? Muss das nicht in... Das muss dann in den Constructor wahrscheinlich, ne? Dafür brauchen wir... Stopp, habe ich falsch geguckt. Iron Plates. Machen jetzt mal gerade die letzten Ingots fertig. Und jetzt gleich beenden wir auch die Folge. Die erste, wie gesagt, ein bisschen länger, wie ich das immer so mache mit der ersten Folge, weil da ja auch dann weniger geredet wird, beziehungsweise mehr geredet wird und weniger gezeigt wird, so. Kennt ihr fort. Achso, mir fehlen Kabel. Ah, scheiße. Das ist eigentlich kein Problem. Wie komme ich da jetzt wieder raus? Was mache ich denn gerade falsch? Cable. Ich habe doch Cable gemacht. 31 von 2. Ach, Reinforced Iron Plate. Ach, guck mal an. Mache ich die auch hier? Reinforced Iron Plate. Was braucht der dafür? Schrauben. Schrauben machen wir aus Rods. Und für Rods brauchen wir natürlich mehr Eisen. Mal gucken, der müsste schon ein bisschen was haben. Oh ja, hat er. Ach, sehr gut. Ne, da geht's schon los mit der Automation. So, und jetzt Reinforced Iron Plate. Wie viel braucht er? Ach du Scheiße, braucht er viel. Dann machen wir noch mehr Rods. So, und da brauchen wir noch normale Eisenplatten.
Okay. Man bekommt auch alles wieder, was man irgendwie irgendwo reinsteckt. Mach das mal einmal gerade hier hin. Nicht wundern, ne? Also es ist... Ich weiß, es ist alles andere als schön. Ich könnte jetzt noch hier so eine Pole gebrauchen. Dafür bräuchte ich nochmal ein Eisen. Und aber auch ein Beton, so wie es aussieht. Hier mache ich das auch nicht. Moment. Concrete. Ich brauche nochmal Eisen. Zack, wieder fast 40. Das ist doch wunderbar. Und jetzt müsste es ja... Nein, Eisenrod brauche ich. Nicht Eisenplatten, aber das macht ja nichts. Hier, er erzeugt das selber. Gucken wir uns auch noch in Ruhe an, die ganzen Animationen und so, weil die sind echt schön in dem Spiel. Also wenn man das mal vergleicht mit Goat Simulator. So, wir stellen mal hier einfach so ein Ding hin. Wie kappe ich denn jetzt hier wieder so eine Verbindung? Ah, immer mit F. Also das macht man auch mit F. So, und von dem können wir jetzt dahin und dahin und dann auch dahin. Eher unschön, aber ne? Ihr wisst ja. Kupfer. Habe ich denn Kupfer noch dabei? Ich glaube nicht, ne? Nee. So, und im Constructor, nur um es mal einmal zu testen. Ha, da kann ich Concrete machen. So, und während wir jetzt quasi zum Ende kommen hier mit doppelter Länge für die erste Folge und ich mich langsam mal verabschiede und noch ein paar Blätter sammle, würde ich sagen, holen wir noch eine Fuhre aus den Portable Minern. Moment, wo sind die jetzt nochmal? Ach, da unten. Hier ist ein bisschen zu hoch. Und gucken dann, dass das alles so ein bisschen automatisch auch dann funktioniert. Sollte ja kein Problem sein. So, hier haben wir schon 100. Hier haben wir auch 100. Habe ich jetzt wieder nicht geguckt, gibt es da einen Shortcut für, um alles zu nehmen. Das ist auf jeden Fall eine Taste. Muss ich gleich oben mal gucken. Und es gibt eine Motorsäge. Das ist auch gut, damit man diese ganzen Bäume, die leicht im Weg stehen, auch wegkriegt. Zack, jetzt kommt eine Nachricht. This consumable possesses minor healing properties. Further analysis required to establish object scanner identification. So, hier packen wir jetzt alles rein, was wir an Kupfer haben. Er kann maximal nur 100. Verdammt. Hier packen wir alles rein, was wir an Eisen haben. Dann gehen wir einmal hier hin, machen ganz viel Biomasse. Und die Biomasse packen wir uns hier mit rein. Okay, der verbraucht nicht wirklich viel. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt genug Output hat, aber das ist mal nicht so wild. Ups. Oh, Gott sei Dank. Ja, ruhig bleiben, ich laufe weiter. Interessiert ihn nicht. Ja, komm ruhig her, Junge. Da kann man bestimmt auch irgendwas rausbauen. Ja, was wollte ich noch sagen? Ach so, ja. Ich glaube, wir sind jetzt schon effizienter, als es Gronkh und Funk sind bei ihrem Let's Play. Gronkh ist ja auch bekannt dafür. Er lässt sich immer schön viel Zeit. Das ist auch gut so. Das macht ihn auch so sympathisch. Er weiß selber, dass er nicht immer der beste Gamer ist. Aber darum geht es halt auch gar nicht. Er ist mehr so Entertainer.
Und ich finde das immer super, dass er auch sich so viel Zeit lässt und ist ein sympathischer Typ. Deswegen gucke ich ihn auch gerne, wenn es die Zeit zulässt. Und ja, als ich gesehen habe, Satisfactory zocken die auch, da habe ich gedacht, das muss ich mir auf jeden Fall angucken. Und das hat dann nochmal den Wunsch bestärkt, es selber auch auszuprobieren. Und ich glaube, es macht jetzt schon eine Menge Spaß. Ich glaube, es wird sehr, sehr geil, wenn das erstmal alles so ein bisschen läuft. Jetzt hier in unserer kleinen Schmuddelbasis, wo alles irgendwie eng an eng ist, sieht man natürlich noch nicht das ganze Potenzial, aber man kann sich, glaube ich, denken, wo es hingeht. Und wir haben jetzt schon Automation, deswegen, ja, wir sind jetzt schon effizienter, als es die lieben Herren Funk und Gronke sind. Oder waren in der ersten Folge. Wer Gronk kennt, der weiß, er kann extremst effizient sein, wenn man ihm nur genug Zeit lässt, ein Spiel zu spielen. Ja, das war jetzt unsere erste Mission. Die Effizienz von Gronk übersteigen. Jetzt gucken wir noch mal einmal auf unseren Output. 20 Megawatt und wir verbrauchen 12. Also alles gut. Biomasse haben wir auch, glaube ich, genug, ne? So 167. Das mit den paar Blättern, die wir irgendwie hatten. Das ist nicht schlecht. Wir können die aber aktuell nur aus Blättern herstellen, ne? Hier steht Leaves nur, ja. Egal. So, das ist unsere kleine Fabrik. Die läuft. Wir müssen gerade gar nichts tun. Können einfach warten und wir machen in der nächsten Folge, denke ich mal, direkt das nächste Hub-Upgrade. Ich brauche auch hier immer irgendwie einen schönen Endscreen. Ich glaube, so hier, dieses Bild von unserer kleinen Fabrik ist gar nicht so schlecht. Ich habe auf jeden Fall kurze Wege. Also es ist alles gut. Es wird schon werden. Und ja, damit verabschiede ich mich. Also ich schicke an dieser Stelle wie immer einen schönen lieben Gruß in die Runde. Ich hoffe, ihr habt Bock auf Satisfactory, denn es wird jetzt auf jeden Fall ein wenig laufen. Mal gucken, wie lange. Und ja, dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin habt ihr wie immer einen super Tag.